Wer von euch hat schon mal Grep benutzt? Wer von euch ist einfach nur zu faul, sich zu melden? Ich habe vor einiger Zeit, viele Jahre her schon, mal einen sehr spannenden Artikel gelesen über die sehr, sehr schwarze Magie, die Grep so treibt, damit es absurd schnell ist. Also wenn man eine naive Grep-Implementierung schreibt, ist die um Größenordnungen langsamer. Und es gibt da noch so ein paar weitere Techniken aus der Bleeding-Edge-Forschung. Und unser Speaker Fussel wird uns die heute vorstellen. Einmal Applaus für Fussel, bitte. Ja, danke schön. Genau, ich wollte euch heute mal ein bisschen was erzählen über ein Projekt aus dem letzten Jahr, nämlich ich habe ein bisschen daran gearbeitet, den Umgang mit Strings, mit Text etwas schneller zu machen, für uns alle. Und wollte mal ein bisschen erzählen, was es da so Techniken gibt. So ein bisschen heute einen Kurs zum vielleicht selber was lernen, zum vielleicht mal gucken, kann man was davon in seinen eigenen Programmen anwenden, in seinen eigenen Bibliotheken. Und ein bisschen, um Rust-Programmierer zu gruseln. Die erste Frage ist, was sind eigentlich Strings? Wer von euch weiß, was ein String ist? Ich glaube, das müssten hier so einige sein, ne? Und das ist eine Fangfrage, weil es gibt eigentlich verschiedene Arten von Strings. Wir haben nullterminierte Strings, kennt man aus C, fürchtet man aus C, liebt man vielleicht aus C. Nullterminierter String ist einfach ein Array von irgendwelchen Buchstaben und dahinter ist ein Byte mit dem Wert 0. Und dadurch weiß der String, wo er zu Ende ist. Aber es weiß auch wirklich nur der String. Der Rest der Welt muss es rausfinden. Wir haben gezählte Strings, das ist also, wir haben einen Array mit irgendwelchen Text drin und wir haben eine Länge irgendwo. Typischerweise wird die Länge mit dem Zeiger auf das Array gespeichert und wir können dann damit ganz flexibel auf den Inhalt des Strings zugreifen. Wir können damit viele interessante Operationen machen. Wir können irgendwie aus Strings Substrings rausslicen. Wir können relativ einfach Bounce-Checking machen auf Zugriffe auf dem String. Das ist alles sehr easy. Und dann gibt es historisch noch Pascal-Strings. Das ist ein bisschen ähnlich wie gezählte Strings, bei dem die Länge aber einfach an den Anfang des Strings gespeichert werden. Pascal-Strings sind doof, mit denen beschäftigen wir uns nicht. Alles andere, was wir hier in den Vortrag machen, funktioniert im Prinzip in beiden Arten von Strings. Muss ein bisschen variieren möglicherweise, mal schauen. Was machen wir mit Strings? Es gibt eine ganze Menge an Routineaufgaben, die jedes Programm, was wir heute benutzen, eigentlich die ganze Zeit immer wieder macht. Kopieren, Stringlänge bestimmen, Zeichen suchen, Strings vergleichen, nach Substrings suchen, Strings in Token zerlegen. Und alle diese Funktionen werden durch irgendwelche libc-Funktionen abgedeckt. Und die gibt es jeweils immer für gezählte Strings und auch für nullterminierte Strings. Man kann mit Strings auch noch ganz abgefahrene Dinge machen, aber diese Aufgaben dominieren ganz viele Programme, die irgendwie Textverarbeitung machen. Und das ist echt doof. Also, wenn ihr irgendwie einen Webbrowser habt, dann ist er die ganze Zeit dabei, irgendwie Strings durch die Gegend zu puzzeln. Also, wenn ihr mit JavaScript programmiert, jeder String ist ein String, jeder DOM-Zugriff macht am Ende Strings. Mit jQuery habt ihr irgendwelche Elementabfragen, die ihr in Strings kodiert, die werden dann von irgendwelchem JavaScript in Stücke zerhackt und dann wieder verglichen mit anderen Strings in Hashtable nachgeschlagen. Da wird man komplett wahnsinnig bei. Und wie funktionieren diese Aufgaben alle? Naja, wenn man sich die anschaut und mal so ein bisschen schielt, dann sieht man, dass die eigentlich sehr ähnlich sind. Strings kopieren heißt, wir lesen den String ein und schreiben ihn woanders wieder raus. Stringlänge bestimmen heißt, wir lesen den String ein und vergleichen ihn mit einem anderen und vergleichen ihn mit einem Zeichen. Strings suchen heißt, wir lesen den String ein und vergleichen ihn mit einem Zeichen. Strings vergleichen heißt, wir lesen den String ein und vergleichen ihn mit einem anderen String. Ein bisschen anders, aber so ähnlich. Nach Substrings suchen ist ein bisschen kompliziert, würde ich mal ausklammern hier, aber konzeptionell auch irgendwie Strings einlesen, Strings auf irgendeine abgefahrene Art und Weise vergleichen. In Tokens zerlegen heißt auch Strings einlesen mit Mengen vergleichen, also mit einer Menge von Zeichen, die wir irgendwo haben. Wie sieht das in der Praxis aus? Naja, Strings einlesen heißt bei einem C-String, wir müssen Zeichen für Zeichen durch den String gehen. Und für jedes Zeichen, was wir gelesen haben aus dem String, müssen wir gucken, sind wir jetzt am Ende des Strings angelangt? Haben wir ein Nullzeichen gefunden? Und wenn wir ein Nullzeichen gefunden haben, müssen wir abbrechen. Wenn wir einen String rausschreiben, müssen wir auch Zeichen für Zeichen den String rausschreiben, weil in der üblichen Implementierung wissen wir nicht, ob danach noch ein weiteres Zeichen kommt. Wir haben einen Schreibzugriff pro Zeichen. Das gleiche gilt für das Vergleichen von Strings. Wir müssen Zeichen für Zeichen durch den String gehen. Wir müssen Zeichen für Zeichen vergleichen und wir haben für jeden Vergleich einen bedingten Sprung, um zu entscheiden,
haben wir jetzt einen Treffer oder nicht, weil wenn wir einen Treffer haben, müssen wir irgendwie abbrechen oder so. Und alle diese Operationen sind total langsam. Wir zwingen unsere wunderschöne CPU, unser absolutes Meisterwerk der Technik, das irgendwie, weiß ich nicht, hunderte Gigaflops pro Sekunde machen kann, wirklich Schritt für Schritt, nacheinander, sequenziell, so langsam wie diese CPU es irgendwie kann, durch unseren String zu gehen. Und das ist eine absolute Katastrophe. Was schließen wir daraus? Strings sind Kacke. Alle meine Homies hassen Strings. Aber leider kann man da nicht so super viel machen. Was können wir denn tun? Wir können irgendwie versuchen, Programme zu schreiben, die keine Strings benutzen. Ist eine Möglichkeit. Erklärt das mal euren Webentwicklern. Erklärt das mal euren Nicht-Webentwicklern. Findet mal jemanden, der Lust hat, auf Strings zu verzichten. Findet mal jemanden, der Lust hat, die Programme zu debuggen, die keine Strings verwenden. Ist irgendwie nicht so richtig eine Option. Manchmal gibt es irgendwie so Magic Bullets. Irgendwie manche Architekturen haben so Spezialbefehle, die bestimmte String-Operationen super schnell haben und was auch immer. Aber das ist auch nur eine ganz eingeschränkte Möglichkeit. Also wir können in der Regel so die absoluten Basisoperationen damit abdecken. Wir können irgendwie gerade so vielleicht Strings kopieren. Wir können vielleicht Puffer initialisieren oder so, aber da hört es dann meistens schon auf. Die CPU scheint uns nicht so super viel zu helfen. Aber können wir irgendwelche Hacks machen? Können wir irgendwie komischen Missbrauch machen von den Möglichkeiten, die wir vor uns haben, um doch irgendwie unsere Ziele zu erreichen? Und die Antwort ist ja. Und deswegen, unser neuer bester Freund ist SIMD. Wer von euch hat schon mal den Begriff SIMD gehört? Mal Hände hoch. Doch schon einige, ja. Also SIMD ist ein Paradigma aus dem CPU-Design, ist populär geworden in den 90ern, existiert irgendwie seit den 70ern. Großer Vorvater davon waren die Cray-Maschinen, die nochmal ein bisschen anders funktioniert haben, sogenannte Vektorarchitekturen. Und die ganze Idee von SIMD ist, dass man in der CPU Register hat, die einfach mehrere Zahlen auf einmal halten. Und das ist genauso dumm, wie es klingt. Man hat mehrere Zahlen auf einmal in einem Register und wir können dann mit allen Zahlen in diesem Register die gleiche Operation durchführen. Und das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn unsere CPU 1 Milliarde Operationen pro Sekunde machen kann, das ist jetzt eine etwas schlechtere CPU, aber stellen wir uns das mal vor, und jede Operation ist eine Addition, dann heißt das, wir können 1 Milliarde Additionen pro Sekunde machen. Wenn wir aber unsere CPU so bauen, dass jede Operation 4 Additionen sind, dann können wir die Zahl der Additionen, die wir pro Sekunde machen, einfach mal vervierfachen. Und es stellt sich raus, das ist gar nicht so kompliziert, sowas zu bauen. Wir brauchen einfach mehr Addierwerke. Und der Rest der CPU bleibt eigentlich identisch. Das heißt, SIMD heißt für den CPU-Designer kostenlose Performance. Wir bauen das ein, ist nicht so super kompliziert, keine großen Umstrukturierungen in der CPU, keine Komplexitäten und wir haben einfach eine höhere Rechenleistung. Und deswegen hat man seit den 90er Jahren eigentlich in allen modernen CPUs, die jetzt nicht irgendwie Mikrocontroller sind, wobei da kommt das auch langsam an, die Möglichkeit, SIMD-Befehle zu benutzen. Das wird größtenteils verwendet heutzutage für numerische Anwendungen, also zum Beispiel für Physikberechnungen, für sowas wie 2D- oder 3D-Grafik, für Videokodierung, für Mediakodierung, für digitale Signalverarbeitung, für alles, was irgendwie mit dem Rechnen von großen Arrays an Zahlen zu tun hat. Und diese SIMD-Register haben üblicherweise so irgendwas zwischen 16 und 64 Byte, früher auch mal 8 Byte. Typische SIMD-Erweiterung, vielleicht hat das jemand schon mal gehört, ist bei Intel, bei x86, heißen die SIMD-Erweiterungen SSE und AVX und AVX 512. Es gibt auch SIMD-Erweiterungen zum Beispiel für ARM, das heißt dort Neon oder Advanced SIMD oder später SVE. Es gibt auch SIMD-Erweiterungen zum Beispiel für PowerPC, da heißt das irgendwie Altivec oder VMX. Es gibt die für alles Mögliche. Also eigentlich alles, was wir heutzutage an Computern haben, hat irgendwie SIMD. RISC-V hat auch SIMD. Die RISC-V-Leute sind sogar so extravagant, dass sie zwei verschiedene SIMD-Erweiterungen haben, nämlich einmal vektorbasiert und einmal herkömmlich SIMD. Und sie sind sich nicht so ganz einig, wie sie das jetzt eigentlich haben wollen. Und jedenfalls, wir haben diese Optionen und wir können sie irgendwie nutzen. Wir stellen uns jetzt mal ganz naiv vor, wir haben unseren String und wir haben ein SIMD-Register mit 16 Bytes. Wenn wir jetzt statt Byte für Byte durch den String zu gehen, vielleicht 16 Bytes auf einmal in dem String verarbeiten können, dann wäre das schon mal ziemlich geil, weil dann könnten wir so im Prinzip sagen, ja, das ist jetzt 16 mal so schnell wie vorher, weil wir machen ja mit jeder Operation das 16-fache von dem, was eigentlich geht. Und Spoiler, in der Praxis ist es nicht ganz so toll, wie es klingt, weil wir haben ein bisschen Overhead durch das Umstrukturieren unserer Algorithmik, aber wir erreichen doch ziemlich nennenswerte Performance-Vorteile.
Wir können uns das nochmal ein bisschen visualisieren. Ich bin ein Mensch, ich mag immer so schöne Grafiken. Wir haben hier einfach mal ein Beispiel. So sieht ein herkömmliches Programm aus, was irgendwie zwei Arrays addiert. Also wir haben vier Elemente in den Arrays und wir machen vier Additionsbefehle. Und dann kriegen wir ein Ergebnis. Und bei SIMD haben wir im Wesentlichen den gleichen Kontrollfluss, aber aus den vier Additionsbefehlen wird einer. Das heißt, wir haben nur ein Viertel der Latenz. Was können wir mit so einem SIMD-Rechenwerk machen? Wir können eine ganze Menge Dinge machen. Wir können Arithmetik machen, wir können also addieren, subtrahieren, multiplizieren, shiften. Wir können jede Menge komplizierter Arithmetikbefehle machen, zum Teil sehr esoterisch. Wir können Logik machen, wir können Elemente miteinander vergleichen. Wir können bitweise Logik machen und oder XOR, nicht, was auch immer. Und diese elementweisen Vergleiche funktionieren bei SIMD in der Regel so, dass wir für jedes Element, was wir vergleichen, ein Ergebnis kriegen. Und dieses Ergebnis ist entweder minus 1 für Vergleich war erfolgreich oder 0 für Vergleich war nicht erfolgreich. Also wenn wir zum Beispiel zwei SIMD-Vektoren voller Zahlen miteinander vergleichen, dann kriegen wir für jedes Byte des einen SIMD-Vektors ein Ergebnis, was entweder minus 1 ist für SIMD-Element war gleich dem anderen Vektor oder 0 für war nicht gleich. Das ist ein bisschen anders, als so zum Beispiel skalare Vergleiche funktionieren auf modernen CPUs. Skalare Vergleiche ergeben als Ergebnis irgendwie Flex oder sowas, das haben wir bei SIMD nicht. Es hängt auch ein bisschen von der SIMD-Einheit ab, wie das genau funktioniert, aber konzeptionell könnt ihr euch vorstellen, alle diese Operationen sind quasi parallel. Das heißt, auf jedem Element eines Vektors wird die gleiche Operation immer wieder durchgeführt. Wir können die Ergebnisse dieser Vergleichsoperationen weiterverarbeiten, indem wir da irgendwie Masken rausziehen können. Da gibt es dann spezielle Befehle für. Wir können also die, zum Beispiel, wenn wir jetzt ein 16-Byte-Ergebnis haben, können wir diese 16 Bytes in eine 16-Bit-Bitmaske überführen. Und mit dieser Bitmaske können wir weiterarbeiten. Wir können zum Beispiel gucken, ist die Bitmaske irgendwie, hat die eine 1 oder sowas. Wir können SIMD-Register aus dem Speicher lesen, wir können sie in den Speicher zurückschreiben. Es gibt auch noch ganz viele andere abgefahrene Dinge. Wir haben zum Beispiel Permutationsbefehle, also man kann SIMD-Register durchmischen. Wir haben sowas wie Scatter-Gather-Befehle, das heißt, wir können den Inhalt von SIMD-Registern an verschiedene Stellen im Arbeitsspeicher gleichzeitig schreiben. Aber das ist jetzt alles nicht so super wichtig. Wir stellen uns jetzt also mal vor, wie könnte uns das helfen, wenn wir damit einen String verarbeiten wollen? Im Prinzip wollen wir einfach mehrere Zeichen auf einmal laden aus dem String, mehrere Zeichen gleichzeitig bearbeiten und dann irgendwie weitermachen und dann irgendwann sind wir fertig und dann funktioniert unser Algorithmus. Mal sehen. Gucken wir mal, funktioniert das. Hier habe ich mal etwas vorbereitet. Hier haben wir einen String. Dieser String hat ein paar Zeichen und da drumherum sind irgendwie andere Objekte. Wenn wir jetzt da mit SIMD drauf rummarodieren wollen, ich habe jetzt hier mal eine SIMD-Einheit, die irgendwie vier Zeichen auf einmal verarbeiten können, dann sehen wir, wir können also vier Zeichen laden, wir können sie vergleichen. Okay, funktioniert. Machen wir mal weiter. Nehmen wir die nächsten vier Zeichen. Wir laden vier Zeichen aus dem String. Wir machen damit irgendwas, funktioniert. Jetzt haben wir ein Problem. Die nächsten vier Zeichen gehen über das Ende des Strings hinweg. Das ist ein bisschen doof. Wir wissen nicht, dass der String da zu Ende ist. Das ist ein nullterminierter String. Der ist irgendwo zu Ende und wir haben jetzt das Ende gefunden, aber leider haben wir das Objekt überschossen und das ist ein bisschen schlecht. Also wer schon mal irgendwie Java programmiert hat, weiß, Array out of bounds exception oder so, alles nicht so toll. Das ist also ungünstig. Wir haben das Ende unseres Arrays überschossen, funktioniert nicht so ganz. Gibt es dafür irgendeine Lösung? Können wir da irgendwas machen? Scheint irgendwie schwierig zu sein. Wir wissen nicht, wo das Ende von dem String ist. Wir überschießen das Ende von dem String, wenn wir es versuchen zu finden. Also scheint es, als hätten wir keine Möglichkeit, außer irgendwie Zeichen für Zeichen durchzugehen. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Müssen wir uns mal was Besseres überlegen. Ja. Was können wir tun? Und die Schlüsseleinsicht ist, dass die Grenzen von Strings eine Fiktion sind, die wir uns als Programmierer ausgedacht haben. Also wir als Programmierer schreiben in irgendeiner sicheren Programmiersprache. Die Programmiersprache sagt, okay, hier gibt es so Objekte, die Objekte haben irgendwie, die enden irgendwo und bitte, bitte geht nicht über das Ende hinweg.
Und manche Programmiersprachen gängeln den Programmierer, indem sie das überprüfen und sagen, nee, das darfst du nicht, das ist ganz doof. Ja? Aber für den Computer gibt es das alles nicht. Und wenn wir irgendwie gute Performance erreichen wollen, dann müssen wir uns von dieser Fiktion lösen. Die Fiktion ist wie so eine Mauer im Kopf. Diese Mauer im Kopf müssen wir durchbrechen. Und dann können wir auch Dinge erreichen. Wie genau funktioniert das? Ein Computer weiß nicht, was ein Array ist. Ein Computer hat Speicher und der Speicher ist einfach eine große assoziative Datenstruktur. Wir haben Adressen und an jeder Adresse steht irgendwie ein Datum, also irgendwie ein Byte oder sowas. Die Adressen haben ganz vereinfacht gesagt, entweder irgendwas da, irgendwelche Daten, oder halt nicht. Und oder halt nicht heißt, da ist halt nichts gemappt an dieser Adresse und wenn wir darauf zugreifen, macht es bumm und unser Programm stürzt ab. Das ist nicht so toll. Also irgendwie, solange wir das schaffen, immer nur auf Speicher zuzugreifen, der da ist, passiert nichts Schlimmes. Unser Programm funktioniert. Und ist möglicherweise auch sehr schnell. Wie können wir entscheiden, ob was da ist oder ob nichts da ist? Naja, moderne Computer benutzen einen Speicherschutzmechanismus, der Paging heißt. Paging haben sicherlich ja alle schon mal gehört. Wer hat schon mal von Paging gehört? Ja, doch eigentlich alle. Also der Arbeitsspeicher in so einem Computer wird organisiert in sogenannten Speicherseiten. Eine Speicherseite sind je nach System irgendwas zwischen 512 Byte und 2 Gigabyte oder so. Kann man einstellen. Hängt ein bisschen von der Architektur ab. Typische Größe sind irgendwie 4 Kilobyte. Das heißt, jeder Block an Adressen von 4 Kilobyte ist entweder ganz zugreifbar oder gar nicht. Und diese Dichotomie hilft uns ganz entscheidend beim Algorithmendesign. Wir wissen also, wenn wir unseren String haben und wir wissen, dass irgendein Teil von dem String auf irgendeiner Speicherseite ist, dann wissen wir, dass es auch zulässig ist, auf den Rest der Speicherseite zuzugreifen. Weil die Speicherseite ist entweder ganz da oder sie ist gar nicht da. Und wenn die Speicherseite ganz da ist, dann ist es auch in Ordnung, auf den Rest zuzugreifen. Wir müssen also unser Algorithmus-Design so ändern, dass wir quasi uns von dem String selber beweisen lassen, dass der String auf irgendwelchen Pages ist. Und sobald wir wissen, dass irgendeine Page für den String zugreifbar ist, sobald wir wissen, dass der String irgendwie eine Page kreuzt, können wir auf dieser Speicherpage beliebig rummarodieren. Also wir können möglicherweise nicht schreiben, das ist vielleicht ein bisschen doof, aber wir wissen zumindest, dass wir die gesamte Page auslesen können. Wir müssen also unsere Algorithmen so umdesignen, dass wir solche Page-Grenzen nur dann überschreiten, wenn wir wissen, dass der String auch die Page-Grenze überschreitet. Und dafür gibt es einen einfachen Trick, der in vielen Fällen funktioniert. Wir wissen nämlich, dass die Page-Größe eine Vielfaches unserer Vektorgröße ist, jedenfalls auf den allermeisten Architekturen. Es gibt wenige Ausnahmen. Die Ausnahmen sind so esoterisch, dass sie einem in der Regel nicht über den Weg laufen. Aber man kann so allgemein davon ausgehen, die Page-Größe ist irgendwie ein Vielfaches von der Vektorgröße. Und wenn wir also unsere Vektoren ausrichten, also zum Beispiel auf 16 Byte ausrichten, wenn wir 16 Byte-Vektoren haben, dann wissen wir, dass ein ausgerichteter Speicherzugriff auf den Vektor niemals eine Page-Grenze überschreiten wird. Das heißt, der Speicherzugriff auf den Vektor ist entweder ganz in der Page drin oder gar nicht. Und das macht es einfacher. Das heißt, wir müssen jetzt die Frage auf, kreuzt das irgendeine Page, können wir reduzieren auf, kreuzt unser einer Speicherzugriff auf den Vektor irgendwie den String. Wir können also unseren Algorithmus so designen, dass wir Schritt für Schritt durch den String gehen und einfach gucken, dass wir nur ausgerichtete Zugriffe machen und nur Zugriffe machen, bei denen wir wissen, dass der String irgendwie in diesen Vektor reingeht. Und hier habe ich mal das Beispiel von vorhin ein bisschen erweitert. Ich habe jetzt mal hier so Page-Grenzen eingezeichnet und wir haben hier ein komisches System, das hat irgendwie Pages zu 4 Bytes, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und unsere Vektorgröße ist auch 4 Bytes. Und was wir jetzt quasi machen ist, für den Anfang des Strings fangen wir an, indem wir unseren Zugriff abrunden und quasi ein bisschen nach vorne auf den String gehen. Wir greifen also vor den Anfang des Strings zu, aber dafür ist unser Speicherzugriff ausgerichtet. Das heißt, wir wissen eigentlich, dass der String mindestens so weit zugänglich ist, wegen der Pages. Wir können also an den Anfang des Strings zugreifen
und es wird auf jeden Fall klappen, weil wir wissen, der String ist auf der Page drauf, wir können unseren Zugriff machen. Wir können auch auf den zweiten Chunk des Strings zugreifen. Wir können an der Stelle sehen, da ist kein Nullbyte, der String geht irgendwie weiter, das heißt, auf der nächsten Page müssen wieder Segmente von dem String sein. Das gleiche können wir in der nächsten Page machen und unser Zugriff ist erfolgreich. Wir finden das Nullbyte, wir wissen, okay, dahinter geht es möglicherweise nicht weiter. Und wir wissen damit, unser Stringzugriff hat irgendwie geklappt. Das heißt, wir können das Problem des Strings verarbeiten eigentlich relativ einfach lösen. Wir müssen einfach nur sehr vorsichtig programmieren. Wir müssen ein bisschen uns lösen von der Idee, wie groß Objekte tatsächlich in unserer Programmiersprache sind und müssen uns vorstellen, was ist eigentlich die Sicht der Maschine auf die Dinge. Und die Sicht der Maschine ist Speicher und wenn wir vorsichtig damit umgehen, dann passiert nichts. Es hat ein paar Nachteile, das so zu machen. Insbesondere so Sanitizer oder sowas finden das irgendwie nicht so super toll und beschweren sich ganz bitterlich. Die muss man dann so ein bisschen streicheln und sagen, ja, ja, alles gut, wir wissen, was wir tun. Wir haben noch ein paar andere Probleme, die komplizierter sind. Also zum Beispiel, wenn wir Strings schreiben wollen, dann führt das zu weiteren Komplikationen. Wir wissen, dass wir haben ja vorhin gesehen, dass wir Strings lesen können ohne Probleme, indem wir einfach ein bisschen weiter vorne lesen, ein bisschen weiter hinten lesen, immer ausgerichtet Zugriff machen, es klappt irgendwie. Aber wenn wir schreiben wollen, ist das irgendwie nicht so geil, weil neben unserem String können vielleicht andere Strings sein oder andere Objekte. Und wenn wir anfangen, auf die zu schreiben, dann passieren ungünstige Dinge. Es reicht auch nicht, dass wir zum Beispiel sagen, wir lesen den Inhalt des Objektes drumherum aus und schreiben den gleichen Inhalt wieder zurück. Das kann in Single-Threaded-Programmen funktionieren, in Multi-Threaded-Programmen kann das zu Konsistenzproblemen führen, weil zum Beispiel das Objekt nebenbei könnte von einem anderen Thread parallel modifiziert sein und dadurch, dass wir den gleichen Wert wieder zurückschreiben, verlieren wir möglicherweise das Update, das ein anderer Thread reingeschrieben hat. Also für korrektes Verarbeiten müssen wir immer dafür sorgen, dass wir beim Schreiben die Objektgrenzen nicht überschreiten. Und da gibt es auch ein paar Tricks. Der einfachste Trick ist, naja, wir schreiben irgendwie unseren String in Chunks raus. Und wenn wir den String in Chunks rausschreiben, dann machen wir einfach nicht ausgerichtete Speicherzugriffe, können den größten Teil des Strings schreiben und am Ende bleibt irgendwie ein bisschen was übrig, ein paar Bytes. Und diese paar Bytes am Ende, die können wir einfach machen, indem wir so einen überlappenden Schreibzugriff machen. Also wir schreiben quasi den Anfang vom String in Chunks und am Ende schreiben wir einfach die letzten paar Bytes und dann das, was wir vorher geschrieben haben, nochmal. Das klappt dann. Kurze Strings sind ein bisschen fummelig, weil da können wir das nicht machen. Wenn also die Stringgröße kleiner ist als unsere Vektorlänge, dann müssen wir irgendwie speziellen Codepfad haben. Da kann man aber auch den gleichen Ansatz machen. Also immer zwei Schreibzugriffe, die sich so ein bisschen überlappen. Und dadurch kann man quasi für jede Potenz von zwei einen Codepfad haben und das ist irgendwie nicht so super schwer, das zu programmieren. Was auch ein bisschen schwierig ist, ist Strings miteinander vergleichen. Wir haben die große Schwierigkeit bei dem vorherigen Thema, dass wir also irgendwie eine Ausrichtung sicherstellen müssen, damit wir nicht über die Stringgrenzen hinweg arbeiten. Wir haben jetzt das Problem, wenn wir Strings vergleichen wollen, dass die beiden Strings nicht verpflichtet sind, die gleiche Ausrichtung zu haben. Also zum Beispiel der eine String kann ausgerichtet sein und der andere hat irgendwie einen Versatz von zwei. Wenn wir also die beiden Strings vergleichen wollen, dann müssen wir die korrespondierenden Stellen der Strings in Vektoren laden und dann miteinander vergleichen. Aber dann ist quasi immer einer der Zugriffe irgendwie nicht ausgerichtet und der andere ist ausgerichtet. Das ist schwierig, das Problem zu lösen. Es gibt da so ein paar algorithmische Tricks, die ein bisschen zu weit gehen. Ich schreibe dazu gerade ein paar Arbeiten. Das ist alles fummelig, aber man kann das Problem im Wesentlichen lösen, indem man am Anfang ein bisschen Preprocessing macht und dann bei dem einen String so ein bisschen hinterherhinkt. Ein bisschen kompliziert, es geht aber. Wenn man mit Zeichenmengen vergleichen will, zum Beispiel zum Tokenizen, also wir stellen uns zum Beispiel vor, wir wollen irgendwie eine Textdatei parsen und da einzelne Wörter rausholen, dann ist das ein bisschen komplizierter, weil wir dieses Vergleichen mit einer Zeichenmenge normalerweise nicht direkt als Operation haben. Es gibt manche Architekturen, die spezielle Maschinenbefehle dafür haben, aber ansonsten gibt es da Spezialalgorithmen für, die irgendwelche Lookup-Tabellen in Registern verwenden. Besonders kompliziert ist das ganze Thema Stringsuche.
Stringsuche ist, also das Suchen von Substrings in anderen Strings, ist ein viel erforschtes Problem und man hat da einige Ansätze, die mit SIMD-Techniken da eine große Performance erreichen. Einige von diesen werden, wie von unserem lieben Herald bereits gesagt, werden auch von RipGrep verwendet. Die Schwierigkeit bei der Stringsuche ist zweierlei. Das eine Problem ist, die meisten Strings sind eigentlich ganz einfach zu suchen. Und in den meisten Anwendungsfällen von Stringsuche findest du auch sofort einen Treffer oder sofort keinen Treffer. Es gibt aber immer Eingaben, die quasi zu einer degradierten Performance führen. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir einen String haben mit ganz vielen A's und dann einem B und den suchen, dann kann es passieren, dass unser Algorithmus quasi versucht, an jeder Stelle einen Match zu finden und dann plötzlich wieder quadratische Laufzeit braucht. Die Schwierigkeit bei der Stringsuche ist, dass wir irgendwie diese beiden Ideen, nämlich dass wir irgendwie sehr schnell durch den String durchgehen wollen und dass wir schnelle, spezielle Algorithmik brauchen, um die ganzen Edge-Cases abzufangen, die dann langsam sind, schwer unter einen Hut bringen können. Wir müssen das irgendwie gleichzeitig machen und das ist irgendwie ein Problem, was nicht so einfach zu lösen ist. Es gibt da viel Forschung zu. Ich fand irgendwie die Ergebnisse nicht so super befriedigend. Es ist irgendwie alles nicht so anschaulich. Also die Paper, die es dazu gibt, erschlagen das irgendwie mit jeder Menge Komplexität und die Ergebnisse sind vielversprechend, aber im Endeffekt nicht so toll, wie man sich das erhofft. Bei der Stringsuche und auch bei den anderen Problemen spielt noch ein ganz anderes kompliziertes Problem hinein und das ist, dass Strings in der Regel sehr kurz sind. Wer schon mal mit SIMD gearbeitet hat, wird üblicherweise so Aufgabenstellungen haben wie irgendwie Matrizen multiplizieren, irgendwie große Arrays miteinander addieren und wir arbeiten mit Arrays, die irgendwie Größenordnung von ein paar Kilobytes bis Megabytes haben. Und das ist immer schön einfach, weil man kann dann irgendwie große Schleifen bauen, die irgendwie 10-mal ausrollen oder sowas und die ganzen Komplikationen von wegen Initialisierung und Deinitialisierung und sowas so ein bisschen unter den Teppich kehren, weil die meiste Zeit wird ja in der Schleife verbracht. Bei Strings ist das genau umgekehrt. Der durchschnittliche String in so einem Programm ist irgendwie so 20 Zeichen lang oder so. Das heißt, in unserer Hauptschleife, die irgendwie durch den String geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schleife abbricht, weil sie das Ende des Strings findet, in der Regel größer, als dass die Schleife weitergeht. Und die Kosten für die Initialisierung des Algorithmus und die Deinitialisierung und alles überwiegen. Das macht das Algorithmendesign sehr kompliziert, weil wir plötzlich auf ganz viele Sachen achten müssen, die man normalerweise komplett ignorieren kann. Wir müssen also gucken, dass wir möglichst schnell anfangen. Wir müssen gucken, dass wir Dinge in exakt der richtigen Reihenfolge tun, damit wir irgendwie von den Speicherlatenzen her die Sachen so schnell wie möglich kriegen. Und wir können vor allem keine komplizierten Sachen machen. Weil wenn wir zum Beispiel Substring-Suche machen und einen String haben, den wir suchen, der irgendwie 10 Zeichen lang ist, also beispielsweise wir suchen nach irgendeinem Keyword in irgendeiner Liste, und die Liste ist auch irgendwie nur, sagen wir mal, 30 Zeichen lang, dann lohnt sich das nicht, dann irgendwelche großen Lookup-Tabellen erstmal aufzubauen und irgendwelche Hilfsdatenstrukturen und erstmal alles irgendwie langwierig vorzubereiten. In der Zeit, wo wir das vorbereitet haben, hätte der stupide Algorithmus, der einfach Zeichen für Zeichen vergleicht, schon längst das Ergebnis gefunden. Und ja, das macht es schwieriger. Es ist erstaunlich einfach, Algorithmen zu bauen, die irgendwie auf großen Strings gut funktionieren, aber es ist wesentlich schwieriger, auf kleinen Strings irgendwas zu erreichen. Ich habe damit so ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt in der Vergangenheit. Ich habe letztes Jahr von der FreeBSD-Stiftung ein Projekt angenommen, die FreeBSD-libc zu überarbeiten in Hinblick auf die Performance von String-Funktionen. Und wir haben einmal im Wesentlichen alle Funktionen aus dem String.h-Header einmal optimiert. Und zwar für x86, also das, was hier auf euren Laptops alles läuft. Und für das Architektur-Level Baseline. Also wer vielleicht schon mal davon gehört hat, x86 hat irgendwie ganz viele CPU-Erweiterungen. Und Baseline heißt quasi das, was alle x86-CPUs können, die 64-Bit können. Das heißt, wir können als SIMD-Erweiterung SSE2 nennen, was ein bisschen primitiv ist. Das ist so von Anfang 2000 etwa. Kann nicht besonders viel, hat nur 16 Byte große Vektoren. Es gibt seitdem viel Weiterentwicklung. Aber es stellt sich raus, dass wir tatsächlich gar nicht so viel verpassen mit den Weiterentwicklungen. Das, was dazugekommen ist in den letzten Jahren mit AVX und AVX512 und so, hilft uns gar nicht so viel bei der Stringverarbeitung. Die längeren Vektoren helfen nicht so viel, weil unsere Strings in der Regel so kurz sind, dass wir sowieso nur ein oder zwei Iterationen mit kurzen Vektoren brauchen. Außerdem muss man AVX2 zum Beispiel von Hand wieder abschalten, nachdem man es benutzt hat. Und dieses Abschalten verursacht signifikante Extralatenz, die uns dann die Performance ein bisschen killt. Das ist nicht so schön. Wir können aber allein mit SSE schon eigentlich gute Performance erreichen.
da muss man vielleicht nochmal ein bisschen gucken, ob man für längere Strings nochmal einen Fallback macht, dass man dann irgendwann das nochmal ein bisschen anders probiert. Aber scheint gut funktioniert zu haben. Wir können als Ergebnis sagen, dass wir eine durchschnittliche Verbesserung der Performance um einen Faktor 5,5 erreicht haben, über alle Funktionen hinweg. Und das ist verglichen mit existierenden Implementierungen, die zum Teil schon händisch optimiert waren, halt ohne SIMD. Also viele der Basisfunktionen haben beispielsweise bereits Scalar-Implementierungen verwendet, die irgendwie so ein bisschen versuchen, mehrere Bytes auf einmal zu machen. Ähnliche Sachen gibt es auch in anderen libc-Implementierungen, größtenteils zum Beispiel in der GNU-libc. Die GNU-libc hat extrem viel Assembler-Code für diese Sachen, benutzt auch SIMD-Techniken zur String-Verarbeitung. Man merkt aber an den Implementierungen, dass die eher optimiert sind für lange Strings. Also die Performance der glibc für kurze Strings ist dann doch nicht so toll, wie sie sein könnte. Dafür schlagen die mich bei langen Strings zum Teil schon. Also wenn ihr zwei Wörterbücher miteinander vergleichen wollt mit Strcomp, dann ist die glibc wahrscheinlich die bessere Wahl. Ich weiß nicht, wie oft das ein Anwendungsfall ist, aber wenn es ein Anwendungsfall ist, dann sind die besser. Das finde ich gut. Wir können uns das mal in der Praxis anschauen. Wir haben hier mal so eine Auswahl der einzelnen Funktionen, die in so einer libc drin sind. Und wir haben quasi hier mit pre haben wir den Scalaren in C geschriebenen Code, der quasi einfach als Fallback da ist für alle Architekturen. In orange haben wir Scalaren-Assembler-Code, also kein SIMD. Und in gelb haben wir quasi einen SSE-Code. Und wir sehen, dass, obwohl wir vielleicht einen Performance-Vorteil vom Faktor 16 naiv erwarten würden, bleibt er in der Regel weit unter diesen Erwartungen zurück, ist aber trotzdem irgendwie substanziell. Diese Ergebnisse sind berechnet worden auf Strings mit einer durchschnittlichen Länge von 64 Byte. Deswegen sind die Performance-Zahlen auch nicht so unglaublich krass, aber wenn man jetzt längere Strings nimmt, dann geht die Performance weiter hoch. Gigabytes pro Sekunde ist halt immer so ein bisschen so eine schwierige Messzahl, wenn der Großteil der Zeit gar nicht damit verbracht wird, den String zu bearbeiten, sondern irgendwie die Funktion aufzurufen, die Ergebnisse zu überprüfen und dann irgendwie anderen Benchmark-Code auszuführen. Trotzdem hoffe ich, dass man mit diesen Techniken und mit solchen Ideen vielleicht ein bisschen mehr für eigene Projekte lernen kann. Man kann derartige Ideen auch für andere Datenstrukturprobleme anwenden, also zum Beispiel wenn wir jetzt Numerikaufgaben haben und ein gesamtes Programm mit SIMD-Techniken schreiben, dann können wir in der Regel alle unsere Datenstrukturen perfekt ausrichten dafür. Wir können irgendwie alle Datenstrukturen auf die Vektorlänge ausrichten oder ein bisschen padden in allen Richtungen und haben dann überhaupt gar kein Problem damit, da mit hoher Geschwindigkeit durchzugehen. In der Praxis ist es aber häufig so, dass wenn wir SIMD-Beschleunigung auf existierende Anwendungen anwenden wollen, dann sind die Datenstrukturen bereits festgelegt durch den Rest des Programms. Andere Leute haben sich schon vor Jahrzehnten Gedanken gemacht, wie das alles aussehen soll. Und wenn man jetzt als kleiner Programmierer kommt und da versucht, irgendwie Beschleunigung einzubauen, dann gibt es in der Regel nicht so ein großes Interesse daran, alles neu zu gestalten für irgendwie Performance-Optimierungen. Das heißt, wenn man Performance-Optimierungen existierende Programme einbauen will, dann muss man mit dem arbeiten, was vorhanden ist. Und Techniken, dass man ein bisschen in alle Richtungen überliest, dass man versucht, kreativ damit umzugehen, was die CPU einem garantiert, im Vergleich dazu, was die Hochsprache einem vorschlägt, woran man sich halten sollte, erlaubt einem, solche Limitationen zu umgehen und gute Performance zu erreichen. Der Nachteil ist, wie gesagt, dass statische Analyse-Tools und auch dynamische Analyse-Tools das nicht so richtig mögen. Im Fall von FreeBSD haben wir tatsächlich Valgrind gepatcht, damit Valgrind sich nicht über die libc beschwert. Das löst das Problem auch, also könnte man mal probieren. Und ich hoffe, dass ihr einen interessanten kurzen Einblick in diese ganzen SIMD-Ideen gekriegt habt. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Fussel, für deinen wunderbaren Talk. Ja, danke sehr. Wir haben eine erkleckliche Menge Zeit für Fragen. Ja. Habt ihr im Publikum schon irgendeine Frage? Ich sehe eine Meldung ganz da hinten. Ich komme mal mit dem Mikro rum. Viele bei den Beispielen waren ja dadurch langsamer oder mussten Spezialbehandlung haben, dass die Strings nicht speicherlined waren. Mhm. Gibt es einfach Möglichkeiten, dass man sicherstellt, dass Strings nur speicherlined sind, indem man bei der Allokation irgendwie überprüft, wo die entsprechenden
Vielfachen von den Vektorgrenzen wären. Wenn man jetzt in der Praxis ein Programm schreibt, bei dem man von vornherein SIMD-Optimierungen berücksichtigt, dann kann man das gut machen. Die Schwierigkeit ist, dass sobald es mindestens einen String im Programm gibt, der nicht ausgerichtet ist, müssen alle Routinen, die mit diesem umgehen können, damit rechnen, dass keiner der Strings ausgerichtet ist. Wir haben auch das Problem, dass wenn wir Ausrichtung voraussetzen, dann können wir viele schöne Operationen auf Strings nicht machen. Wir können zum Beispiel keine Substrings rausslicen. Also in Hochsprachen, viele Sprachen, die so gezählte Strings verwenden, erlauben es einem, aus einem String einen Substring zu slicen, indem man einfach den Zeiger auf den Anfang vom Substring hat und dann die Länge von dem Substring. Und der Substring hat dann halt irgendein Alignment, weil der an irgendeinem Offset beginnt. Und das geht natürlich nicht, wenn man aligned Strings haben will. Es ist für viele Anwendungszwecke tatsächlich eine schöne Lösung, Alignment einfach immer vorauszusetzen. Aber für Stringverarbeitung ist es ein bisschen unpraktisch. Außerdem verschwendet es einfach unglaublich viel Platz. Wenn man schon bei Platz verschwenden ist, ist es sinnvoll, vor und nach dem String an den Speicher zu nullen oder halt sicherzustellen, dass der nicht von anderen Objekten allokiert werden kann? Das ist komplett unnötig an der Stelle. Also dass die Algorithmen müssen halt so designt werden, dass sie die Inhalte des Speichers vor und nach dem String ignorieren. Das muss man halt irgendwie durch Maskierung machen an geeigneten Stellen. Dann ist es irrelevant, was an dem Speicher steht. Also da Nullen reinzuschreiben, ist nicht nötig. Man könnte sich jetzt vorstellen, okay, haben wir irgendwie Nebenläufigkeitsprobleme, wenn irgendwie ein Objekt, was sich direkt neben einem String befindet, von einem anderen Thread irgendwie heiß zugegriffen wird und damit vielleicht im Cache von dem anderen Thread ist und wir dann irgendwie Cache-Line-Bouncing haben und sowas. Das ist in der Tat ein Problem, sowas, aber das ist auch ein Problem, wenn wir herkömmlichen Zugriff haben, weil wir erinnern uns, die Cache-Line-Granularität ist die Granularität des Sharings und wenn wir also zwei Objekte in der gleichen Cache-Line haben, die unterschiedlichen Threads gehören, dann werden wir immer irgendwie einen Cache-Line-Konflikt haben an der Stelle. Also da gelten dann die allgemeinen sorgfältigen Programmierpraktiken, die man im nebenläufiger Programmierung anwendet. Also im Allgemeinen, es hilft irgendwie nicht so sehr, Speicher auszunullen. Was hilft tatsächlich ist, dass man so eine Art Sicherheitsabstand lässt zur Page-Grenze. Also man kann als Alternativlösung für dieses ganze Problem einfach sagen, um unsere Allokationszonen herum haben wir in jede Richtung irgendwie mindestens eine Vektorlänge Platz, sodass egal was wir machen, es immer in Ordnung ist, halt ein bisschen in alle Richtungen zu überlesen und wir Page-Grenzen ignorieren können. Das hilft. Das steht allerdings im großen Konflikt zu diversen Sicherheitsideen, die man hat. Also OpenBSD möchte genau das Gegenteil machen. OpenBSD sagt bei ihrem Allokator, wir möchten das bisschen Speicherschutz, was wir haben, maximal ausnutzen und packen möglichst jedes Objekt auf eine eigene Page mit ungemappten Pages drumherum, sodass es möglichst schnell crasht. Da muss man sich dann entscheiden, was man möchte und was das eigene Ziel ist. Und die andere Sache ist halt wiederum, finde mal irgendwie ein großes Softwareprojekt, was bereit ist, solche Datenstrukturdesignentscheidungen kleinen SIMD-Optimierungen unterwerfen zu wollen. Also die meisten haben da nicht so ein großes Interesse dran. Okay, ich glaube, es gab hier noch eine Frage, oder? Also ich kann mich daran erinnern, im Studium mal gehört zu haben, dass es zum Beispiel zwischen SSI und AVX Konflikte gibt. Wenn man dazwischen umschaltet, wird es eine Zeit lang langsamer oder so. Gibt es sowas immer noch? Und mit anderen Erweiterungen, wie zum Beispiel dem Kryptozeug, das es jetzt auch gibt? Die Frage war, gibt es, wenn man zwischen SSI und AVX umschaltet, irgendwie Performance-Schwierigkeiten? Die Antwort ist so ein bisschen. Es gibt ein bisschen einen Designfehler in dem ganzen AVX-Zeug, was die Abwärtskompatibilität angeht. Und kurz zusammengefasst heißt es, man kann immer AVX-Code benutzen. Und wenn man nach AVX-Code wieder SSE-Code benutzen will, muss man das quasi von Hand ausschalten. Dafür gibt es einen Befehl, der schaltet quasi AVX aus. Wenn man diesen Befehl nicht absendet, dann wird quasi SSE-Code ein bisschen langsamer, funktioniert aber weiterhin so ein bisschen. Das Problem ist, dass dieser Befehl zum Abschalten eine Latenz hat, irgendwie von so 10 Takten oder so. Das ist in typischen numerischen Anwendungen kein Problem. Also wenn eure Numerikroutine sowieso von der Größenordnung 1 Million Takte braucht, dann fallen diese 10 nicht ins Gewicht. Aber wenn wir jetzt Strings verarbeiten, dann sind irgendwie 10 Takte auf vielleicht 100 Takte insgesamt ein signifikanter Unterschied. Und deswegen ist das ein bisschen unangenehm. Und
Weißt du zufällig, wo diese AES-Instruktionen da reinfallen? Die ganze Fragestellung ist orthogonal dazu, was man jetzt tatsächlich für Befehle verwendet. Es geht halt nur darum, wie die kodiert sind. Und die AES-Befehle gibt es, soweit ich mich erinnern kann, sowohl in der AVX-Variante als auch in der SSE-Variante. Bin mir nicht 100% sicher gerade. Okay. Und wenn man halt die SSE-Variante verwendet, dann müsste es gehen. Aber es kann sein, dass ich jetzt gerade Unfug erzähle, weil ich mich mit der AES-Erweiterung nicht so super toll auskenne. Okay, danke. Haben wir weitere Fragen? Ja. Wie architekturspezifisch ist denn das Ganze? Also wenn man jetzt versucht, zum Beispiel mit WebAssembly, würde das da auch gehen, dass man quasi die ganzen Performance-Benefits hat? Also geht das SIMD? Es gibt für WebAssembly gibt es SIMD-Erweiterungen. Da haben die jetzt über die letzten zwei Jahre sehr tüchtig dran gearbeitet. Die Schwierigkeit bei SIMD-Befehlssatzerweiterungen ist, dass die zwar alle ungefähr das Gleiche tun, aber sich in den Details stark unterscheiden. Das, was sie bei WebAssembly hinzugefügt haben, ist ein Kompromiss zwischen den verschiedenen Architekturen, der dann dazu führt, dass die tatsächliche Performance vor allem bei so unorthodoxen Anwendungsfällen wie Stringverarbeitung variieren kann zwischen Architekturen. Ich habe mich tatsächlich nicht so intensiv mit WebAssembly beschäftigt. Ich glaube, dass es funktionieren könnte, dass das helfen könnte. Es wäre mal interessant, das mal auszuprobieren. Das waren ja schon einige Fragen. Gibt es noch weitere? Ihr könnt mal überlegen, in der Zwischenzeit habe ich noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Man sieht bei den Ergebnissen, dass die Mem-Compare und vor allen Dingen String-Compare überhaupt keinen Pre-Balken haben und String-Compare zumindest hat einen extrem langsamen skalaren Balken. Ist das ein Artefakt oder ist da ein Grund dahinter, den du erklären kannst? Der Hintergrund ist, da wo es keinen Pre-Balken gibt, da hat es quasi schon bevor das Projekt begonnen hat, eine Assembler-Implementierung gegeben. Und dann haben wir halt nicht, also es wäre ein bisschen unfair, dann zu sagen, wir schalten jetzt das, was es gibt, aus, um dann nochmal ein noch schlechteres Vorergebnis zu haben. Das würde die Zahlen ein bisschen mehr schönen. Deswegen haben wir für diese Messergebnisse uns entschieden, dass wir da, wo es schon existierende Implementierungen gab, die quasi weggelassen haben. Strcomp ist schwierig wegen dem ganzen Alignment-Problem und deswegen ist die skalare Implementierung davon sehr langsam. Wir konnten diese Probleme lösen für die SSE-Variante mit SIMD und deswegen hat die SIMD-Variante halt bessere Performance. Memcomp ist nochmal ein bisschen einfacher an der Stelle, weil wir bei Memcomp wissen, wie lang die Arrays sind und deswegen mit den Ausrichtungsproblematiken einfach umgehen können, indem wir sagen, okay, wenn wir wissen, dass wir nicht das Ende des Arrays überschreiten in beide Richtungen, dann in beiden Strings, dann können wir einfach direkt Vektor für Vektor vergleichen. Bei Strcomp ist es ein bisschen schwierig. Lustigerweise dreht sich das bei anderen Funktionen um. Intuitiv, wenn wir sowieso ein Zeichenmatching machen müssen in dem String, dann kostet es nicht viel mehr, auch noch nach einem Nullzeichen zu suchen. Im Kontrast dazu ist ein Vergleich mit einer Array-Länge nochmal ein separater, davon unabhängiger bedingter Sprung, der den Branch-Prediktor belastet und nochmal extra Performance kostet. Das heißt, an anderen Stellen sehen wir, dass tatsächlich die gezählten Strings Performance-Nachteile haben können gegenüber C-Strings. Das ist immer ganz interessant, dass das irgendwie nicht so eindeutig ist. Also, wo sehen wir es zum Beispiel? Also zum Beispiel Memchar und Strchar, wo war das Strchar nochmal? Strchar 0, genau, Memchar ist nochmal ein bisschen länger als Strchar 0. Es gab irgendwie eins, wo die Variante für null terminierte Strings besser für uns erreicht hat. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr so genau. Ja. Spannende Effekte, die man sieht. Dankeschön. Bisschen komisch alles. Ja, tatsächlich. Ja. Haben wir noch mehr Fragen? Haben wir noch mehr Fragen? Ja. Ja? Nein? Nein. Okay, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann danke ich dir für diesen sehr interessanten Vortrag. Bitte spendiert ihm nochmal eine Runde Applaus. Ja, danke sehr.